Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier auf diesem Kanal. Ich freue mich heute ganz sehr, wieder die Eva Lamprich neben mir sitzen zu haben, auch wenn es nur online ist. Liebe Eva, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ja, einige Zuschauer, die mich schon länger verfolgen, werden die Eva vielleicht schon kennen. Eva, wir haben vor über 2 Jahren, das war glaube ich 2019 eher, so im letzten halben Jahr, da haben wir 2 Videos veröffentlicht. Du bist ja auch meine Soul-Hypnose-Therapeutin. Wir hatten 2 interessante Sitzungen, oder ich mit dir, und da hatte ich einfach so meinen Erfahrungsbericht. Da haben wir einfach ein bisschen über Soul-Hypnose gesprochen. Was ist das überhaupt? Was kann man damit erreichen? Und war wirklich für mich sehr, sehr einschneidend, auch gewisse Traumata für mich aufgelöst. Du bist ja auch Astrologin. Du machst ja ausgezeichnete astrologische Sitzungen. Du hast schon für mich, meine Jungs, da eben so eine Beratung gemacht. Und es war wirklich erstaunlich, was du da auch bei meinen Jungs gesehen hast. Das hat mich wirklich sehr, sehr fasziniert. Du hast auch eine Webseite vor Eva Astrologie. Die werden wir auch unter dem Video verlinken, beziehungsweise im ersten eingeblendeten Kommentar. Und hier im Video werdet ihr auch unter Evas Bild werdet ihr auch die Webseite sehen. Liebe Eva, wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile. Du bist ja nicht nur meine Soul-Hypnose-Therapeutin und meine Astrologin sozusagen, sondern wir haben uns auch angefreundet. Wir tauschen uns über viele, viele Dinge aus. Du warst auch schon hier in Leipzig. Wir haben dich auch schon in Augsburg besucht. Und du hast mir letztes Jahr einen ganz besonderen Tipp gegeben für die Gesundheit. Du testest schon seit längerem flüssiges Zeolit. Und diejenigen von euch, die sich schon ein bisschen mit Gesundheit beschäftigen, mit Darmreinigen, wissen ja schon, oder ich habe das auch schon in den letzten Jahren immer mal erwähnt, oder gibt es auch einen Blogartikel auf meiner Webseite, Darmreinigung mit Bentonit, Zeolit, Flohsamenschalen. Und Zeolit, normalerweise kennt man das so als Pulver. Das ist so ein Pulver, das nimmt man ein mit Wasser und das kann im Magen-Darm-Trakt Schadstoffe binden und dann ausleiten, wenn man eben viel trinkt und dann eben auch so die Leber entlasten, wenn man eben ein bisschen damit den Darm entgiftet. Und ich habe in den letzten Jahren immer mal wieder vom flüssigen Zeolit gehört, dass das noch viel effektiver ist, noch viel mehr in der Tiefe reinigt. Und dann hast du das tatsächlich, kannst du dann noch mal erzählen, wie du drauf gekommen bist, dann hast du angefangen, das zu testen. Schon. Und hast mir das dann, hast erst ein paar Monate selber getestet und gesagt, Mensch, Silke, hier, das finde ich so genial, da hat sich bei mir das und das getan, also das kann ich dir empfehlen. Und dann habe ich gedacht, oh ja, schon länger davon gehört, da war ich dann natürlich total angetriggert, habe mir das auch bestellt und seit Mitte Oktober teste ich das flüssige Zeolit auch. Und ich möchte heute mit dir sprechen, für meine Zuschauer, was ist so deine Krankheitsgeschichte? Wieso nimmst du eigentlich das flüssige Zeolit? Wie bist du darauf gekommen? Und vor allem auch, was hat es bei dir bewirkt? Also wir können erstmal anfangen. Skizziere mal kurz so deine Krankheitsgeschichte, so, wenn man das so sagen kann. Ich möchte auch noch mal ganz kurz darauf zurückkommen mit dem Pulverzeolit, das ich auch seit 10 Jahren verwende. Und ich glaube, ohne das hätte ich gar nicht überleben können manchmal, weil ich habe es gar nicht so für die Darmgesundheit genommen. Das war natürlich auch ein guter Effekt, aber da bin ich jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so meine Schwachstelle. Aber ich habe so ein paar Unverträglichkeiten gehabt. Also vieles habe ich natürlich dann auch vermieden. Also ich könnte niemals zum Chinesen gehen sozusagen wegen diesem Glutamat. Aber manchmal erwischt man ja auch, also sowas verwende ich gar nicht, aber ich hatte in letzter Zeit auch keine Äpfel mehr vertragen, viele Nusssorten nicht mehr. Und also das war für mich, weil das ist ja auch so ein natürliches Antihistaminikum, dieses Zeolit. Und ich hatte das auch immer in so einer kleinen Dose irgendwie in der Handtasche, dass falls mal irgendwo was drinnen ist, dass ich da sofort eine Abhilfe habe, weil das hilft unglaublich schnell, also wirklich fast instant. Genau, ich muss jetzt nochmal so kurz ausholen, wie das dazu gekommen ist. Und ich bin in den Social Media Kanälen wie Facebook in mehreren Gruppen, wo es eben um die natürliche alternative Gesundheit geht. Und da ist mir immer wieder aufgefallen, egal ob wie die Gruppen jetzt heißen, das sind verschiedene Themenkreise, ich will das jetzt auch hier nicht nennen, aber es wurde immer mal wieder über ein flüssiges Zeolit gesprochen.
Und dann habe ich mir, ich habe das so überlesen, weil ich mir gedacht habe, das gibt es ja gar nicht. Das gibt ja nur Pulver, das gibt es ja nicht. Aber ich habe es dann immer wieder gelesen, dass Leute das erwähnt haben, ach, ich nehme schon lange nicht mehr das Pulver, ich nehme ja das flüssige Zeolit, sodass ich dann doch mal in einen Kommentar geschrieben habe, könnte mir jemand mal sagen, was mit diesem flüssigen Zeolit gemeint ist. Und dann hat sich ein Marc bei mir gemeldet, also per Messenger, und hat gesagt, wenn du magst, dann rufe ich dich mal an. Dachte ich mir schon, oh je, der wird mir jetzt so ein Ohr aufbinden mit irgendwas. Aber das war sozusagen eine Sternstunde in meinem Leben, weil er hat mir dann tatsächlich von diesem flüssigen Zeolit von der Firma Root erzählt. Und das hat mich wirklich umgehauen. Also nur, was er gesagt hat. Und dann dachte ich mir, das bestelle ich mir jetzt. Ja? Und so ging meine Reise los. Und ich wollte eben mal entgiften, auch auf mehr als nur lokal irgendwie, sondern tatsächlich eben mal bis in die Tiefe gehend. Und das schien mir auch ein sehr einfacher Weg zu sein. Und das ist es auch in der Tat, weil wie du sagst, man muss eben Chlorella, Spirulina, Flohsamenschalen, Einläufe, dann eben auch Saftfasten oder irgendein Fasten machen oder genau. Und das ist alles all in one. Und das Tolle daran ist eben, das hat mir so gut gefallen, dass es das bindet an Ort und Stelle und dann auch austransportiert, ohne dass es in der Zwischenzeit noch im System verweilt, was ja dann wieder diese Re-Vergiftungen dann aufgibt oder dass man eben sehr starke Begleiterscheinungen hat. So, aber jetzt zu meiner Krankheitsgeschichte. Also 2007, zu meinem 40. Geburtstag, habe ich eine Autoimmunerkrankung entwickelt. Die ist so einzigartig und selten, dass sogar damals die Ärzte, wo ich da auf der Notaufnahme eingeliefert wurde, erstmal gar nicht wussten, was ich überhaupt hatte. Es nennt sich TTP, thrombotisch-thrombozytopenische Purpura. Das darf jeder gerne nachlesen, weil diese Symptome, die dabei entstehen, also jeder, der das mal gelesen hat, ich möchte die auch nicht immer wieder repetieren sozusagen, das hat ja auch eine Wirkung auf einen, aber das darf jeder gerne mal für sich nachlesen. Es ist eine Autoimmunerkrankung, die eben auf das Blut geht, also auf die Blutblättchen, die Thrombozyten, nur mal ganz kurz erklärt. Ich entwickle dann Antikörper und diese Antikörper gehen direkt auf ein spezielles Enzym, das heißt ADAM-TS13. Und das blockiert dann den Wachstum und die Vermehrung der Thrombozyten. Mhm. Und wenn dieses durch Antikörper dieses Enzym blockiert ist, dann bilden sich kleine Mikrothromben oder auch größere Thromben, aber auch ein inneres Verbluten. Und passieren kann das, also das ist noch total unerforscht natürlich, gell? Aber in der Schulmedizin sagt man, dass es ausgelöst durch einen Trigger wird. Entweder durch einen Infekt oder durch etwas, also viele haben auch so eine, also da ist Chinin, was in diesem Sodawasser, glaube ich, oder was ist das nicht, Sodawasser? Du weißt schon. Chinin, das ist dieses, diese China-Rinde, die sind irgend so einem Sprudelgetränk drin, also die, sowas wie Soda oder so. Also da gibt es viele, die haben unter diesem Trigger offensichtlich diese Autoimmunreaktion entwickelt. Und was aber auch oft vorkommt, ist in der Schwangerschaft. Und das hat mich so die letzten Jahre auch nochmal aufhorchen lassen, wo ich natürlich seit diesem Zeitpunkt auch auf der Suche nach der wahren Ursache bin. Ne? Wie kann denn das sein? Herausgefunden oder habe ich mir gedacht, ach interessant eigentlich, weil da findet ja auch so ein Austausch von Giften, von Toxen statt oder eine, weißt du, oder von dem, durch das Kind wird einem ja auch viele Mineralien und Spurenelemente entzogen, sodass dann auch so ein Kollaps entstehen könnte. Also wie auch immer. Ich habe das dann überstanden, im wahrsten Sinne des Wortes, aber ich hatte auch richtig eine Nahtoderfahrung. Also ich war 6 Wochen da auf der Intensivstation mit allem Klimbim, das man sich nur vorstellen kann. Und die hatten dann auch gesagt, also das wird sie nicht überleben. Und wenn, dann ist sie schwer behindert und
kann überhaupt nichts mehr tun. Also ich habe danach, ging mein Leben erst richtig los sozusagen. Da habe ich dann noch mit meiner Heilpraktiker-Ausbildung begonnen, klassische Homöopathie, die Hypnose. Also ich habe mich schon wieder gut aufgestellt. Und dann war 12 Jahre vollkommen Ruhe. Das Interessante daran ist, dass man dann, also man muss keine Medikamente nehmen oder es gibt auch gar nichts schulmedizinisch. Ne? Mhm. Und dann hatte ich 12 Jahre Ruhe und dann hat auch der Oberarzt zu mir gesagt, ich musste ab und zu mal zu so einer Kontrolle wieder gehen. Ach, da sind Sie jetzt gut durchgegangen, das wird nicht mehr wiederkommen. Das war eine einmalige Episode, ne? Mhm. Und habe auch gar nicht mehr drüber nachgedacht. Also auch gar nicht, das nochmal aufzuarbeiten, interessanterweise, weil das einfach vollkommen aus meiner Sphäre verschwunden war auch. Mhm. Ne, wenn was so 12 Jahre nicht mehr auftaucht, dann denkt man an ein Rezidiv eigentlich nicht mehr. Aber Ende 2019 im Dezember, es fing eigentlich schon im Oktober an, dass ich mich nicht mehr so fit gefühlt habe. Mhm. Aber da hatte ich auch ja, einfach viel verändert in meinem Leben und habe irgendwie auch geistig viel gearbeitet, dass ich halt gedacht habe, vielleicht habe ich mich auch ein bisschen übernommen oder so. Ne? Aber dann im Dezember eben 2019, kurz vor der C-Sache, hatte ich tatsächlich ein Rezidiv. Also das Ganze ging wieder los. Ich musste wieder ins Krankenhaus, musste die ganzen Maßnahmen über mich ergehen lassen, weil das dann immer so ein on the edge ist. Also es geht dann wirklich um Leben und Tod, interessanterweise. Also genau. Und dann war, als ich da im Krankenhaus war, zu dem Zeitpunkt Gott sei Dank noch nicht diese ganzen Maßnahmen, die dann ja 3-4 Monate später waren. Also ich danke dem, ich danke meinem höheren Selbst oder wem auch immer, meinen geistigen Helfern, dass sie das so gut getimt haben, nochmal einen Zusammenbruch vor dieser ganzen Geschichte, weil da möchte man, glaube ich, nicht im Krankenhaus dann sein. Mhm. Genau, und ich hatte auch so etwas in meiner Sphäre, das gesagt hat, das ist gut, dass das jetzt nochmal kommt, das ist wie eine tickende Zeitbombe und das, was jetzt kommt für die Menschheit, für dich, für überhaupt, da kannst du diese tickende Zeitbombe nicht mitnehmen, die muss entschärft werden. Ja, und dann habe ich das so angenommen irgendwie, aber wusste auch, jetzt muss ich dem Ganzen wirklich auf den Grund gehen, weil ob das jetzt in einem Jahr oder in 12 Jahren oder nie wiederkehrt, ich will wissen, was ist da los. Ne? Und habe dann auch angefangen, also nochmal an meinen Themen zu arbeiten. Dieses, weißt du, diese Tatsache, dass etwas so all or nothing, alles oder nichts, hopp oder top, ne? Das ist natürlich schon auch ein Thema, das ich zwar öfter auch schon bearbeitet habe, aber wo mir klar war, da fehlt noch ein Puzzleteil irgendwie. Ne? Mhm. Da geht es auch um Missbrauch und um sich nicht angenommen fühlen oder um Macht- und Ohnmachtsthemen. Und da bin ich dann auch noch mal reingegangen in die letzten Geheimnisse sozusagen, weil ich wollte es wirklich wissen. Ne? Also ich bin jemand, ich schaue dann da auch hin, weil das bringt ja nichts, das zu verdrängen. Ne? Und dann habe ich mir auch wirklich nochmal Hilfe geholt, auch von einer schon etwas älteren Dame, die aus dem engsten Kreis mit dem Dr. Klinghardt auch gelernt, gearbeitet und mit ihm zusammen gewirkt hat. Da haben wir dann auch nochmal Themen aufgearbeitet und genau, aber dann habe ich mich natürlich auch, das lassen wir jetzt einfach klingeln, das Telefon, ne? Jetzt habe ich den Faden verloren. Also ich wusste aber auch, dass ich körperlich noch mal forschen muss und möchte, was ich da auch noch tun kann, wie ich mich da unterstützen kann, wie ich einfach dafür sorgen kann, dass mein Körper gut versorgt ist. Und was braucht er denn noch? Ja, und dann war natürlich das Thema Entgiften nicht nur emotional oder seelisch oder auch von alten Themen oder aus anderen Leben, sondern ich muss ja auch körperlich unterstützen und ja, und so bin ich dann eben auf dieses flüssige Zeolit gestoßen und dann dachte ich mir, das ist super, weil ich mir gedacht habe, ich bin mir sicher, dass aus dieser langjährigen Zeit, wo ich auch bei der Lufthansa als Flugbegleiterin gearbeitet habe, das ist auch sehr unbekannt, aber da hat mich auch der Markt drauf gebracht, dass er gesagt hat, du, diese Aerotoxizität, also erstens über die Strahlung, aber zweitens auch, das kommt durch diese Kabinenluft, die ja immer wieder zirkuliert
Und aber auch, das nennt sich Zapfluft oder so, also die wird tatsächlich gezapft und dadurch sind aber auch Partikel von den Triebwerken von einem bestimmten Öl, das auch sehr toxisch ist, wird immer wieder in dieser Kabinenluft auch eingeatmet. Das mag jetzt für einen Passagier, der 1 bis 5 Mal im Jahr eine Flugreise macht, nicht so belastend sein, aber für jemanden, dessen Arbeitsplatz das ist, steht der Tropfen, hüllt den Stein oder hüllt den Stein. Ne? Das nächste war, dass ich mir leider, obwohl ich eigentlich keine Impfbefürworterin bin, darf man das überhaupt so sagen? Also einfach so natürlich wie möglich mir immer einen Schutz holen wollte und auch interessanterweise als kleines Mädchen immer die Einzige war, die gesagt hat, ich will nicht in der Schule das über mich ergehen lassen. Aber ich weiß es nicht, welche geistige Umnachtung mich da getrieben hat, aber ich hatte eben geplant, mit meiner kleinen Familie plus meinem kleinen Sohn für 3 oder 4 Monate nach Indien zu reisen. Da hatte ich wirklich die Überlegung, aufgrund des langen Aufenthalts mir eine Hepatitis B-Impfung geben zu lassen. Und das habe ich auch gemacht. Das war vor 20 Jahren. Eine überhaupt die einzige, wo ich mich dran so erinnern kann. Ne? Und ich glaube, es war der 4. oder 5. Tag in Indien. Wir waren in einem Restaurant essen und mir fiel, also ich bin erblindet. Und zwar ist das Sichtfeld wirklich so eingeklappt und dann hatte ich nur noch so ganz bisschen was sehen können, also so gerade, dass ich noch vor mir irgendwas wahrnehmen habe können. Und das Gute war, dass mich dann mein damaliger Partner sofort gepackt hat am nächsten Tag und wir wollten das, wir hatten das sowieso schon vor, wir waren in Südindien und habe dann eine Ayurveda-Kur angefangen. Der hat dann eine Pulsdiagnose gemacht, also so eine ganz kleine Ayurveda-Kur, ne? Also jetzt nicht so 6 Wochen Panchakarma, sondern einfach so ein bisschen zum Relaxen. Aber der hat mir eben eine Pulsdiagnose gemacht und die erste Frage, die er mir gestellt hat, are you vaccinated? Ah, okay. Und dann habe ich ihm das eben erzählt und dann hat er aber auch nicht ein großes Tamtam darum gemacht, ist eben 20 Jahre her. Ich weiß nur, ich habe dann Einläufe bekommen, Stirngüsse mit Ghee innen und außen und Linsensuppe und keine Ahnung und Massagen und heiße Stempel und Dampfbäder und dann ging es mir so gut, wie es mir, glaube ich, die nächsten Jahre nicht mehr ging. Also das war wirklich, ich glaube, er hat mir geholfen, da viel auszuleiten oder das zu unterstützen, den Prozess. Und dann habe ich da einfach auch nicht mehr drüber nachgedacht. Und das Dritte ist da, also 2007 zu meinem 40. Geburtstag, wo das erstmals aufgetreten ist, hatte ich auch astrologisch eine wirklich harte Konstellation, die auch hätte tatsächlich in den letzten Transformationsschwung enden können, eben dem Tod, ne, mit Pluto. Also diese 3 Faktoren sind meiner Meinung nach dafür verantwortlich. Und natürlich auch meine eigene Geschichte, dieses ohnmächtig sich fühlen. Ja, und so habe ich dann eben mit allem drum und dran an mir gearbeitet, aber auch versucht, dieses nochmal in der Tiefe dann auch auszuleiten, sodass der Körper wieder fähig ist zu regulieren und auch diese Enzymstellen und sonstige Parameter, die eben wichtig sind, dass der Körper wieder sauber, gereinigt und ordentlich funktionieren kann, durch nichts gestört ist, fand ich das eine gute Sache. Ja, also, das zu meiner Geschichte. Und wann hast du angefangen mit dem flüssigen Zeolit? Wann hast du begonnen damit? Im März letzten Jahres. 2021. Also jetzt ein Dreiviertel des Jahres. Hast du es die ganze Zeit durchgenommen oder auch mal Pausen gemacht? Ich habe einmal im Mai, glaube ich, mal 4 Wochen Pause gemacht, weil ich da mit der Dame, die mit mir kinesiologisch gearbeitet hat, die hat mir noch was anderes empfohlen, das nennt sich Clustermedizin, wo man mit seiner eigenen Spucke oder seinem eigenen Blut zum Tropfen kann man genau gucken, was man so gerade braucht. Und dann habe ich beschlossen, dass ich für die Zeit mal pausiere. Das hat sie mir damals auch ausgetestet. Das ist besser, ich pausiere mal für 4 Wochen, dass ich mich ganz auf dieses
einlassen kann. Und dann habe ich aber wieder im Juni oder Juli habe ich wieder, also im Juni habe ich, glaube ich, wieder angefangen damit. Und wie nimmt man das so ein, das flüssige Zeolit? Oder wie hast du es eingenommen? Was ist die Höhe, die du verträgst? Ja, das kann man ja nur auf eine Art und Weise einnehmen. Das ist so ein Tropffläschchen mit einer Pipette. Und man nimmt, also man steigert es ganz langsam. Man nimmt einen Tropfen morgens und abends. Und wie gut man es eben abhaben kann oder gut man es verträgt, kann man jeden Tag einen Tropfen steigern, bis man dann auf 2x10 Tropfen ist. Noch eine kleine Korrektur zum Begriff flüssiges Zeolit. Clean Slate von The Root ist genau genommen kein flüssiges Zeolit, sondern eine Weiterentwicklung. The Root hat es geschafft, das Siliziumdioxid nutzbarer zu machen, sodass es von Kopf bis Fuß wirkt. Es wurde immer flüssiges Zeolit gesagt, um es leichter zu erklären, damit die Menschen ungefähr wissen, wie es wirkt. Aber genau genommen ist es ein Derivat aus dem Zeolit. Das Silikat ist besser nutzbar gemacht worden. Es ist mehr als das typische flüssige Zeolit, es ist weiterentwickelt worden. Man kann zu dem Clean Slate von Root auch Entgiftungstropfen auf Basis von Zeolit sagen. Ich bin erstens mal jemand, die sehr spürig, sehr fühlig und sehr schnell und manchmal auch heftig reagieren kann. Drum, also ich vertrage ja gar nichts. Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben 2 Aspirin genommen oder so, weil selbst das macht mir Unwohlsein. Ne? Also ich, jegliche Substanz, die mich zu sehr triggert oder stimuliert auch zu starke Gerüche, kann ich gar nicht packen. Und deswegen war mir klar, ich mache lieber langsam. Das hat der Marc auch damals zu mir gesagt. Du, da geht es nicht um wer ist der Schnellste, sondern dass es dir auch gut geht bei der Entgiftung. Und darum habe ich eben das langsam gesteigert und habe dann, glaube ich, bei 3 oder 4 Tropfen auch gewusst, jetzt bleibe ich mal, da mache ich jetzt mal so ein Plateau, da bleibe ich jetzt erstmal. Und ich habe es dann aber auch gemerkt, ich kann es tagsüber, ich jetzt persönlich, nur ich spreche jetzt nur von mir, ich habe ja 15 Freundinnen und Bekannte, die mit mir das parallel dann auch, der ein oder andere dann auch angefangen haben und da hat jeder eine andere Erfahrung gemacht. Ne? Aber bei mir war es so, ich habe gemerkt, ich mag es tagsüber gar nicht nehmen, weil es macht mich zu müde und auch ein bisschen erschöpft. Ich komme am besten klar, wenn ich es vor dem Schlafengehen 10 Tropfen nehme und lasse das über die Nacht wirken. Und dann bin ich am Morgen gut erfrischt dann auch. Und das belastet mich jetzt nicht so. Und mehr kann mein Körper auch bis zum heutigen Tag nicht verarbeiten. Das heißt nicht, dass es nicht irgendwann mal so sein wird, aber das ist für mich jetzt der Spiegel, der für mich gut ist. So fühle ich mich wohl. Und so kann das der Körper gut mitmachen, den Prozess. Und die ersten Monate, obwohl ich mir, es gibt ja 3 wichtige Produkte, also es sind ja, ist so eine Trinität sozusagen, die habe ich am Anfang gar nicht genommen. Dieses Zero-In, das gut ist für die Aktivität des Gehirns und auch für den tiefen Schlaf, weil es eben tagsüber so glücklich macht durch die Serotonin- und Dopaminausschüttung, sind auch wieder so verschiedene Kräuter und auch Kurkuma ist auch für die Nervenregulation und Beruhigung angenehm. Aber da ist auch irgendwas drin, was so koffeinähnlich ist und ich trinke ja auch keinen Kaffee, ich vertrage das nicht. Und darum habe ich das einmal probiert und das hat mich so gekickt, dass ich so, oh nee, das ist gar nichts für mich. Aber mein Sohn, der ist Sportler, der hat sich die Dinger gesnackt, wie er immer sagt, also wie andere Chips. Und ich habe aber, wie gesagt, die ersten paar Monate habe ich nur mit der Entgiftung angefangen und die anderen 2 Produkte habe ich irgendwie so die habe ich so hinten runterfallen lassen, schien mir nicht interessant oder für mich nicht das Richtige zu sein. Aber irgendwann habe ich es dann doch nochmal probiert und dann habe ich wirklich gemerkt, wow, das ist jetzt nochmal anders. Ja. Jetzt geht richtig die Post ab so. Ja, und dann habe ich sogar auch noch dieses Restore da, das sind so Sachets, da ist so eine, ja wie so ein Smoothie, noch ein bisschen dickeren Smoothie drin. Und das ist unglaublich gut für alle Entzündlichkeiten,
vor allen Dingen chronische Entzündlichkeiten, aber es tut einfach irgendwie total gut. Ich weiß nicht warum, aber das tut einfach super gut. Also das macht einen so heil, würde ich sagen. Das ist das Wichtige. Ich habe auch erst das Root getestet, ab Mitte Oktober, habe es auch meinen Söhnen gegeben, vor allem meinem Ältesten. Der ist 16 und man sagt ja immer als Mutter, man gibt aber einen Teil seiner Schadstoffe immer dem Erstgeborenen. Und deswegen das mitgetestet. Und er hat auch relativ schnell reagiert mit gleich nach 2 Tagen, 3 Tagen mit Kopfschmerzen und Halsschmerzen. Der war 5 Jahre, hatte der sowas nicht mehr gehabt, viel Schleim in der Nase. Und dann hat er einmal auch im Ellenbeuge, so wie ein bisschen wie Neurodermitis gehabt, so eine kleine juckende rote Stelle. Das ist dann auch schnell wieder weggegangen und bei dem merkt man gar nichts mehr. Also ich glaube, der ist jetzt erstmal durch. Er müsste es jetzt erstmal nicht weiternehmen. Wir werden jetzt auch wieder pausieren. Ich nehme es schon eine Weile. Und beim letzten Telefongespräch, genau, da hattest du von diesen Kapseln vorgeschwärmt, dass dein Sohn da sehr begeistert ist als Sportler, dass es auch sowas wie den Nebel im Kopf nehmen kann. Ne? Ja, zum Lernen nimmt er es auch. Also wenn er in die Schule, also die Berufsschule geht und so. Genau, ich habe mir das ja dann auch bestellt. Ich habe auch die Kapsel, also ich habe es auch eher für meinen Sohn bestellt, auch wenn der lernt, weil er eben manchmal den Fokus verliert und eben auch manchmal beklagt, ich habe manchmal so Nebel im Kopf und es pusht ihn natürlich ganz schön. Und er nimmt das dann auch nicht jeden Tag, vielleicht 3-mal die Woche, und dann nimmt er sich so eine Kapsel. Genau. Eine Empfehlung ist ja auch, das nicht einfach so runterzuschlucken, sondern die Kapsel aufzumachen und das auf die Zunge zu nehmen und dann absolut, so, dass das schneller aufgenommen wird. Und das, gut, da muss man sich erst ein bisschen dran gewöhnen. Ich mag den Geschmack. Aber ich merke sofort, das geht sofort ins Blut. Also man hat sofort den Fokus, man ist sofort hellwach, ja. Und auch bei dem Restore, das hattest du mir auch empfohlen, ich hatte es ja letztens dann auch mal bestellt, ich habe 1 genommen und ich habe das genommen, ich habe ein ganzes genommen und auf einmal habe ich gedacht, jetzt verändert sich schon irgendwas. Also ich habe gemerkt, das macht sofort was mit einem. Irgendwie so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen, so ein bisschen, man ist so mehr ausgerichtet. Ich weiß gar nicht, ob das so richtig ist. Ich habe das sofort gespürt. Oh, jetzt tut sich was. Also das kenne ich wirklich ganz, ganz selten von irgendwelchen Produkten. Also alle so Entzündlichkeiten. Ich hatte, also im Moment habe ich überhaupt gar keine Antikörper, also gar keine Autoimmungeschichten laufen. Aber ich hatte auch vor 20 Jahren eben, sagten die einen Hashimoto, I don't know, keine Ahnung, aber ich merke sofort, wenn ich dieses Restore nehme, wie da irgendwie so, das wird aktiviert, das fängt dann an, so lebendiger wieder zu werden. Ja, genau. Du hast jetzt deine Krankheitsgeschichte skizziert. Du hast beschrieben, was das flüssige Zeolit ist, wie du darauf gekommen bist und wie du es eingenommen hast. Und jetzt ist es ganz wichtig, was hat sich getan? Was sind so die Auswirkungen davon, dass du über Monate das flüssige Zeolit genommen hast? Machen wir von Kopf bis Fuß, oder? Ja, gerne. Ich weiß, dass du hast mich ja auch schon einige Male in Live gesehen und da hatte ich eigentlich immer so einen Bob, ne? Weil das war die Haarlänge, die bei mir, wo die Haare am gesündesten und am kräftigsten noch ausgesehen haben. Alles, was so drunter war, wurden die immer so zupfelig und zipfelig, eben auch durch die Schilddrüsengeschichte, ne? Da sind die Haare trocken, spröde, nicht mehr so mineralisiert. Und ich habe es dir vorhin schon gezeigt, aber ich habe tatsächlich lange Haare, ne? Also ja. Eine ganz Eva, ich war auch sehr überrascht. Wir tauschen uns über Telegram aus, aber gesehen haben wir uns jetzt auch lange nicht. Ich war sehr überrascht. Ja. Also das macht. Das hätte ich nie gedacht, dass ich bin jetzt 54, ne? Also es sind ja jetzt 14 Jahre vergangen, seitdem dass diese Krankheitsgeschichte da losging, die ja jetzt auch beendet ist. Aber dass ich jemals noch mal solch kräftiges, dickes, fülliges, lockiges Haar bekommen könnte, also das ist auf jeden Fall der Entgiftung und der, natürlich unterstütze ich mich auch mit anderen Nahrungsergänzungsmitteln, aber das ist auch etwas, also ich brauche nicht mehr so viel von diesen Nahrungsergänzungsmitteln, weil alles jetzt einfach schneller und besser an Ort und Stelle gebracht werden kann und weil man auch nicht mehr so viel braucht, ne? Es ist einfach nicht mehr so nötig. Ich habe früher viel mehr Magnesium auch gebraucht. Das war richtig, also es war extrem schon fast, ne? Weil es gar nicht mehr angekommen ist an Ort und Stelle. Ja, angefangen hat es tatsächlich mit der Entgiftung ganz stark über die Kopfhaut. Da haben sich also so richtig kleine Knötchen rausgeschoben. Es hat aber nie wehgetan. Also alles war vollkommen schmerzlos. Obwohl sich da wirklich was durch die Haut rausgeschoben hat.
Dann auch im Mundraum hat sich da was getan. Das sind immer mal wieder so, ja, auch so Knötchen entstanden, die dann einfach ganz schmerzlos aufgegangen sind mit manchmal so sogar so einem Art pulverigen Zeug drin. Ich weiß gar nicht. Also echt interessant. Aber es hat ja nicht wehgetan. Aber mir war klar, das kommt jetzt durch die Entgiftung. Ne? Und überhaupt das Zahnfleisch ist viel rosiger, gesünder. Ich habe jetzt zwar nie eine Parodontitis oder sowas gehabt, aber doch, also ich merke, dass der Mundraum einfach viel gesünder ist. Dann, also ich gehe jetzt einfach mal so runter, ne? Ich habe früher viel mit Nackenverspannungen zu tun gehabt. Das habe ich gar nicht mehr. Das ist mir gestern beim Aufschreiben so aufgefallen, ups, stimmt eigentlich, ich habe schon lange keine Nackenverspannungen mehr. Dann meine Hormone sind sehr ausbalanciert. Ich bin ja auch schon in der Menopause, aber ich merke davon gar nichts. Also null. Ich habe überhaupt keine Hitzewallungen oder kann nachts nicht schlafen oder bin depressiv oder sonst irgendwas. Also das ist sehr, sehr gut. Ich bin dabei, jetzt die Schilddrüsenhormone ganz auszuschleichen. Also ich brauchte schon nicht mehr viele, aber das wird sicherlich bald der Fall sein, weil ich die einfach immer mehr absetzen kann. Ich tue das ja auch kontrollieren und ich brauche das einfach nicht mehr. Ne? Das ist nicht mehr nötig. Mhm. Und auch die ganzen Drüsen, Thymusdrüse und Zirbeldrüse werden ja auch gereinigt und entkalkt durch dieses Cleansplate. Dann hatte ich so ein Ekzem über die letzten 4 Jahre an der Hand. Ich weiß nicht, ob man hier noch so ein ganz kleines Dingele sieht hier so. Aber ich hatte das über die ganze Hand und es war wirklich, also ist komplett weg. Ich habe alles versucht, wirklich. Und es ist komplett weggegangen. Ich merke das ja daran, dass ich immer mal wieder von diesem Pulverzeolit habe nehmen müssen, weil irgendwas gebitzelt, gekribbelt. Ich habe nie einen anaphylaktischen Schock bekommen, aber es hat halt mal gekribbelt oder die Lippe wurde dick oder ich habe nicht so gut Luft bekommen oder so. Ich nehme das Pulver gar nicht mehr, brauche ich im Moment nicht. Besseres Gefühl bei der Verdauung, also das alles super. Meine Laborwerte, die ja nie miserabel waren, außer wenn ich jetzt so einen Schub hatte, aber ich habe mega Blutwerte. Muss ja immer mal wieder zur Kontrolle und dann sagen die immer, gell, das haben wir gut hingekriegt. Die wissen ja gar nicht von deinem Geheimmittel. Nein, und das würde ich auch nicht sagen, weil da würden sie mir wahrscheinlich auch davon abraten. Sehr guter Schlaf, aber ich habe auch immer schon nicht schlecht geschlafen, aber jetzt ist es wirklich sehr durchgängig, ich wache kaum auf. Ne? Dann durch die Zero-In ist meine Konzentration sehr, sehr gut geworden. Also die war auch nie miserabel, aber ich merke nochmal einen Unterschied. Und wenn ich tatsächlich mal mich sehr stark den ganzen Tag über einen längeren Zeitraum fokussieren oder konzentrieren muss, dann nehme ich mir halt auch sofort auf die Zunge so von diesem Zero-In-Pulver was. Genau. Ja, man darf auch nicht vergessen, dass in dem Moment, wo du so ist es mir aufgefallen, wo man mit dem Clean Slate zu entgiften anfängt, fängt der Körper wirklich im wahrsten Sinne des Wortes an, mit dir zu kommunizieren. Also über die Träume, also bei mir war es jetzt einfach so. Ich bin eh sehr spürig, aber da war es mir, also ist es noch kristallklarer, alles geworden, was mein Körper oder mein System mir signalisieren möchte oder sagen möchte. Und da, mir ist jeder Schritt jetzt so ganz klar, jetzt machst du es so, jetzt kommt dieser Punkt, jetzt müsstest du da nochmal was dran machen. Aber es kann natürlich auch sein, aber das ist ja bei jeder Entgiftung so, dass natürlich mal für 1-2 Tage, wenn man an irgendeinem Blatt, wenn man an irgendeinen Punkt kommt, dass mal Wut, Trauer, Angst, dann kullern auch einfach mal nur so die Tränchen, obwohl man gar nicht weiß, was war denn jetzt los. Dann ist wahrscheinlich wieder irgendwo so eine emotionale Blase auch geplatzt oder so, ne? Oder hat sich aufgelöst. Aber das habe ich kein Problem. Das darf ja alles sein. Und das ist ja auch erträglich. Ist ja nicht, dass man jetzt auf den anderen losgehen möchte oder alles zusammenschlagen, sondern man merkt einfach, jetzt will sich auch eine Emotion ablösen. Ja. Also da hat sich ja bei dir einiges wirklich getan, sehr unterstützend dieses Mittel, muss man wirklich sagen. Also ich nehme es ja seit Mitte Oktober,
ich hatte auch mal so mal vielleicht 2-3 Tage mal Pausen zwischendrin, aber schon eigentlich fast durchgängig. Und ich bin jetzt bei 5 Tropfen morgens und abends. Und meine, bei mir hat es wirklich gedauert. So die ersten, wo ich merke, da tut sich was, war so bei 4 Tropfen. Da habe ich nämlich, bei mir sind eher so, dass ich merke, da tut sich was. Ich bekomme so am Hinterkopf, am Nacken und an den Handgelenken so einen Juckreiz. Ja? Da merke ich über die Haut, da kommt einiges raus. Das ist nicht die ganze Zeit da, immer ab und zu. Das ist so das, wo ich merke, da arbeitet was. Und dann merke ich auch noch, man wird ein bisschen noch dünnhäutiger, als man vielleicht so manchmal schon ist. Dass die Toleranzgrenze bei mir manchmal sehr sinkt. Und dann geht dann halt auch schon rein, wenn du sagst, wenn so eine emotionale Blase platzt oder eben, dass man einfach mal weinen muss oder dass man ganz nah am Wasser gebaut ist. So, das fiel mir schon in den letzten Monaten auf, dass da sich auch, also das ist auch, man kann schon sagen, so auf ganzheitlicher Ebene sich was tut. Ne? Und was ich nochmal sagen wollte, das hatten wir bei unserem letzten Gespräch, da hatte ich dich ja auch gefragt, oder ich weiß gar nicht, ob ich dir eine Sprachnachricht geschickt habe, weil bei diesem normalen Ausleiten von Schadstoffen oder Schwermetallen, das hatten wir auch schon erwähnt, Zeolit, Bentonit, Flussamschalen, Chlorella, Bärlauchtinktur, Koriandertinktur, da gibt es ja auch diese Methode. Und da ist ja immer so das Problem, wenn man eine Amalgamfüllung hat, da muss man ein bisschen anders vorgehen. Ne? Und das ist ja bei dem flüssigen Zeolit nicht so. Da spielt es keine Rolle. Ja, genau, weil das eine passive Ausleitung ist. Das heißt, es wird gebunden, wie in so einem kleinen Käfig gesperrt und dann auch über den Schweiß, über den Urin oder die Haut nach außen transportiert. Aber es gibt halt nicht diese, also man muss ja bei dieser anderen Variante halt auch sehr stark darauf achten, dass man so schnell wie möglich aus dem System rausbringt. Gut, das ist natürlich immer gut. Du musst auch mit dem Clean Slate, das Einzige, was man beachten muss, ist, dass man einfach wirklich gut und viel trinkt. Mhm. Und zwar Wasser, das noch nicht so gesättigt ist. Ne? Also stilles Wasser, kein Sprudelwasser. Und am besten natürlich gefiltertes oder gereinigtes Wasser, dass es überhaupt die Möglichkeit hat, auch zu binden. Ne? Und wenn du eine Apfelschorle trinkst oder so, das ist natürlich auch schon viel zu stark wieder vorgebunden mit anderen. Ja. Also mir hilft du brauchst auch ein gutes Wasser, 1,5 Liter, 2 Liter plus den anderen Flüssigkeiten, die du sonst zu dir nimmst, dass der Körper einfach die Möglichkeit hat, das gut auszuschwemmen. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Und durch das, dass es eben so, weiß nicht, ob ich das jetzt richtig sage, aber das ist halt wie so ein eingekapselt wird auf dem Weg nach draußen sozusagen, kann es eben auch keinen Schaden anrichten. Ne? Ganz schrecklich muss, glaube ich, diese Ausleitung auch sein mit so Gelatbindern oder sowas. Da leiden die Leute ja wirklich enorm. Ne? Gehen die Haare aus und sind mehr tot als lebendig. Und also ich hab ja auch Freunde, die das haben machen müssen, weil sie eine massive Amalgambelastung hatten. Und ich glaube auch, dass der Gründer von Root auch sagt, er empfiehlt es auch erstmal überhaupt nicht, diese Amalgamfüllungen rauszunehmen, sondern wirklich erstmal den Körper über Monate gut zu entgiften. Und dann kann man immer noch überlegen, also es nimmt natürlich das Quecksilber aus dem, was im System unterwegs ist, aus der Wangenschleimhaut, den Drüsen wie den Mandeln und so, klar, das wird alles entgiftet, aber es zieht nicht das Gift oder das Quecksilber aus der Füllung selbst heraus. Und das ist sensationell, ne? Das ist wirklich sensationell. Also man kann wirklich sagen, dass das Root die Tiefenreinigung unterstützt, ne? Das ist die körperliche Reinigung, Entgiftung von Schwermetallen und Schadstoffen gut unterstützt. Mit eben viel Trinken. Also ich esse und trinke ja schon seit Jahren auch immer grün, also grün essen, grün trinken. Und das finde ich eine geniale Kombination, eben grüne Säfte trinken. Genau. Essen. Ja, und klar, unterstützen kannst du dich ja dann, wie du möchtest. Ne? Ich finde die Kombination wirklich sehr gut. Und es ist ja einfach eine sehr, sehr interessante Erfahrung, was sich da noch tut. Auch wenn man meint, man entgiftet doch schon so einige Jahre, hat schon Verschiedenes probiert und merkt, und man nimmt das und es tut sich immer noch was. Weil wir leben ja auch in der Umwelt, wir werden ja immer torpediert mit Schadstoffen und Schwermetallen, gerade wenn man in einer Großstadt lebt. Ne? Und da hat sich ja über die Jahrzehnte
lagert sich ja dann schon einiges ab. Ich meine, bei meinem 16-Jährigen habe ich gemerkt, der war da relativ schnell durch, aber der hat auch noch nie Amalgam in den Zähnen gehabt, so wie ich. Der hat auch so gewisse medizinische Behandlungen nicht oder kaum, sage ich jetzt einfach mal so. Du weißt, was ich meine. Mhm. Er hat auch nie groß Medikamente genommen. Also er hat schon viel, sein ganzes Leben lang zu einem ganz hohen Anteil biologische Nahrungsmittel, also wenig konventionell. Das macht ja auch was. Da merkt man, gut, der ist 16. Der war da relativ schnell durch, wo ich aber immer noch Symptome habe, ne, und merke, oh ja, da tut sich was. Also ich entgifte über die Haut. Ne, und das ist sehr interessant, dass man eben seinen Körper so gut unterstützen kann, dass man die Schadstoffe, Schwermetalle, die im Körper sind, erstmal ausleiten und dann immer mal auch, dass man eine gewisse Balance im Körper wiederherstellen kann. Ne? Und also für den Darm ist, glaube ich, dieses Restore auch der absolute Knaller. Da habe ich gehört von Leuten, die eine ganz starke, wie heißt das wieder, dieses? Ich kann mir dieses Wort nicht merken. Was sind die Symptome? Unverträglichkeit von diesem Kleberstoff, von dem Getreide. Gluten, was ist denn das? Gluten. Ja, genau. Also bei Leuten, die eine ganz starke Glutenunverträglichkeit haben, die haben in wenigen Wochen mit dem Restore das komplett geheilt. Das darf man nicht sagen, ne? Nein, das darf man nicht sagen. Komplett beruhigt. Das unterstützt. Ja, das wird wahrscheinlich auch, wenn man so leaky gut, also so, wenn die Beine, wenn die löchrig ist sozusagen, ich denke auch, dass das sehr unterstützend wirken kann, sagen wir es mal so. Ja. Ja, und in der jetzigen Zeit, gerade jetzt, aber natürlich auch, was wir über all die Jahrzehnte, über die Luft, über die Nahrung, über die Böden, was auch immer aufgenommen haben, ich meine, ich glaube, es gibt niemanden, der das nicht wirklich gebrauchen kann. Niemanden. Mhm. Gerade hier in Deutschland. Ja. Also die Luft oder so atmen doch alle die gleichen ein, oder? Ja. Also kennst du irgendwie ein Land, das jetzt von all diesen Maßnahmen nicht betroffen ist? Ja, vielleicht. Es gibt bestimmt einige Länder, wo die Luft und der Boden und das Wasser ein bisschen besser ist als hier in Deutschland. Kann ich mir schon vorstellen. Aber ich denke mal Europa. Vielleicht, ich habe eine Freundin ganz oben in Norwegen, in Alta. Die wohnt da ganz oben. Und die haben gute Luft, gutes Wasser. Aber eben viel kälter als hier, ne? Und auch mal ein paar Monate dunkel im Jahr. Aber da, deswegen, ich bin da manchmal im Austausch und dann denke ich mir, oh, die Luft würde ich gerne mal atmen oder das Wasser dort trinken. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal anders als hier, ne? Da ist ja nicht so viel da oben. Das ist ja schon ganz oben, wo man noch wohnen kann in Alta. Ja, aber sonst, ich denke mal in Deutschland, das ist auf alle Fälle eine interessante Unterstützung, was auf alle Fälle mal empfehlenswert und durchführbar ist. Genau, im Alltag. Es ist gut im Alltag. Mhm. Man nimmt früh ein bisschen, abends, man achtet halt einfach ein bisschen drauf, dass man trinkt. Und ich würde immer noch empfehlen, mineralstoffreich essen, also grün essen, grün trinken, Sprossen, Mikrogrün, Wildpflanzen und dann kommt man da eigentlich auch gut durch. Bin sehr gespannt. Ich nehme das jetzt noch eine Weile und werde vielleicht auch meinen eigenen Erfahrungsbericht da nochmal machen. Ich würde ja auch gerne mal mein Blut testen, aber in der jetzigen Zeit möchte ich eigentlich auch nicht in ein Labor gehen oder in irgendeine Arztpraxis, eher nicht. Seit dem C-Thema war ich da eigentlich nirgendwo, weil ich da, das ist mir einfach zu viel. Und ja, vielleicht, wenn das mal doch alles vorbei ist, vielleicht kann ich ja dann noch meine Blutwerte testen. Und einfach mal schauen, ne? Was macht sich nochmal im Blutbild bemerkbar? Du sagst ja, deine Blutwerte sind top. Meine waren auch immer so weit in Ordnung. Ich hatte mal einen Vitamin D-Mangel. Nimmst du Vitamin D eigentlich? Ja, aber, also nehme ich schon, ja. Nichts aber. Ja, genau. Da hatte ich ja mal vor Jahren einen Mangel, habe ich jetzt aber auch nicht mehr gehabt vor 2 Jahren. Genau, aber wenn das mal alles hier vorbei ist, der ganze Irrsinn, wenn man mal ganz normal wieder in ein Labor oder eine Arztpraxis gehen kann, vielleicht werde ich mal meine Blutwerte testen, aber genau. Es gibt ja einige, die jetzt so Protokolle machen für Ausleitungen, sowohl für die einen als auch die anderen, ne? Ja. Und da ist das Clean Slate meistens ein ganz wichtiger Faktor bei diesen ganzen Ausleitungsprotokollen, wo es jetzt um diese C-Thematik geht. Den Pieksen, der Ausleitung von den Pieksen. Ganz genau. Oder auch dieser anderen Phänomene, die die Ungepieksten dann abbekommen ungefähr. Okay. Genau. Und da gibt es ja Menschen oder Doktoren, die sich da tatsächlich auch rangewagt haben, da jetzt Ausleitungsprotokolle oder zumindest unterstützend mitzuhelfen oder zu gucken, wie kann man das minimieren. Mhm. Ne? Und da ist das Clean Slate also wirklich fast überall mit drinnen. Mhm.
Jetzt. Also unterstützt das Ganze auch sehr gut, sagen wir es mal so. Ja, genau. Okay. Liebe Eva, vielen Dank für die Einblicke. Sehr, sehr interessant. Ja, und an die Zuschauer, ihr seht, was das Root bewirken kann, was es unterstützen kann, das Clean Slate. Ich werde euch auch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar den Link zu Root, zum Clean Slate verlinken. Es gibt ja drei Produkte, Eva, du hast es schon angesprochen. Es gibt Clean Slate für die Entgiftung, dann Zero In eben auch für die Konzentration und dann das Restore eher so für Entzündungen, für chronische Entzündungen. Auf alle Fälle interessante Produkte. Ich werde euch den Link unten einfach lassen. Schaut einfach mal rein, wenn euch diese Produkte oder vor allem auch das Clean Slate interessieren. War schön, mit dir zu sprechen. Ich habe mich gerne mit dir ausgetauscht. Bald. Ja, vielen Dank für deine Zeit und jetzt noch an die Zuschauer. Uns interessiert natürlich, was haltet ihr von Evas Erfahrungen? Habt ihr schon mal von dem flüssigen Zeolit gehört? Habt ihr damit schon Erfahrung gemacht oder spürt ihr auf das pulvrige Zeolit? Ja, lasst gerne eure Gedanken, Meinungen, Erfahrungen unter diesem Video. Wir freuen uns über regen Austausch. Alles Liebe, alles Gute und bis bald.